Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil 4. Wir haben gerade eine sehr, sehr actiongeladene, aber auch... Okay. Sehr, sehr... schwierige Aufgabe gehabt, in der Hütte da sich zu verteidigen gegen weiß ich nicht wie viele von denen und auch noch so ein Kuhkopf da, und das war nicht leicht und hat uns auch sehr, sehr viel Munition und auch Kräuter und alles Mögliche gekostet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durchkommen so richtig. Wir haben kaum noch was. Und deshalb, es bleibt spannend. Ich hoffe, wir finden jetzt wieder ein bisschen, dass wir jetzt vielleicht mal so eine kleine Ruhephase haben, wo wir uns im Moment ausruhen können. Und hier ist auf jeden Fall der Händler. Hier liegt... Oh, Schrotflinte. Gewehr. Okay, es wird. Da sind Rohstoffe S. Pistolenmunition. Wir können mal durchladen. Wenn auch nicht viel, aber ein bisschen haben wir gefunden. Ich werde mich sowas von erkälten. Oh. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Was ist das? Händlertipp, Spaziergang bei Nacht. Schon mal einen von diesen hässlichen Typen gesehen, denen Tentakeln aus dem Hals spießen? Die sind nicht nur gefährlich, sondern auch ziemlich nervig. Wenn es darum geht, sie zu töten. Aber sie haben eine Schwäche. Sie verabscheuen helles Licht. Ein Grund, weshalb du sie nie am helllichten Tage antreffen wirst. Wenn du dich also mal zu einem Nachtspaziergang bemüßigt fühlst, halt besser ein paar Blendgranaten bereit. Ich habe immer welche dabei, das sag ich dir. Wenn du willst, bekommst du bei mir auch die zugehörige Rezeptur. Dann kannst du sie bei Bedarf selbst herstellen. Okay. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Sonderangebot. Und hätten wir in der letzten Folge... Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Hätten wir in der letzten Folge mehr Geld gehabt, hätten wir sie für überteuert geholt. Informationen sind heutzutage eine Ware. So, gut. Sollen wir uns Schießpulver holen? Oh, mein Rücken bringt mich um. Schulterstütze, Red. Ja, wir sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Okay, wir belassen Stimmt es erstmal da dabei. Nicht weg? Niemals. So. Haha. Haha. Wir haben aber wirklich kaum Munition. Wir können uns jetzt zwar was herstellen, weil wir, Pistole, ne? Herstellen. Geht nichts mehr. Oh, Blendgranate können wir machen. Wollen wir eine machen? Dann haben wir zwei. Zack. So. Somewhere over the rainbow. So, alles klärchen. Gefällt mir aber nicht, wie das jetzt sortiert ist. Machen wir so. Nein, so. Ja, auch scheiße. Aber besser als eben. So. Wir haben jetzt immerhin wieder ein paar Schuss für die Pistole. Aber ich habe auch nicht wirklich Ahnung, was uns hier erwarten wird. Oh, hier steht noch was. Mann, warum nimmt Pesetas? Ich möchte Municiono. Du verstehen, Municiono. Bonjour. Munition. Ich glaube, da oben steht schon eine. Oh, Mann. Wir haben Gesellschaft. Folge mir, aber leise. Warum kriegen wir eigentlich nie eine Ruhephase? Ich versuch's. Das da ist.
Ich weiß nicht, wie der sich bewegt. Jetzt kommt er da rum. Okay, er kommt nicht vor, das Holzding. Wir warten besser noch eine Runde. Bleib stehen. Hat gereicht, okay. So, da hinten sind noch mehr. Oh Gott, ey. Haben uns noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt wegsnipen sollen oder... Ein gelber Diamant. Einer ist da hinten noch, aber da oben steht auch irgendwie so eine Tante. Und die wird uns wahrscheinlich Probleme machen. Da hinten steht noch einer. Egal, ich hol sie runter. Geht doch. Okay. Und das haben die scheinbar nicht gehört. Wir haben wohl keine Wahl. Oh, ich glaube, da kommt schon wieder ein Vetter. Geht aufs Haus. Geht aufs Haus. Bumm. Furt. Schön Ashley weggebrettert. Handlungsunfähig. Handlungsunfähige Ashley. Wenn Ashley angegriffen wird, kann sie sich vorübergehend nicht bewegen. Ich dachte, da kommen keine mehr. Und plötzlich, alter Bumm, alles voll. Folge mir, aber leise. Verstanden? Okay. Ich versuch's. Kriegen wir diesmal. Hoffe ich. Das Problem, was ich sehe, ist... Erstmal weiß ich nicht, ob da gerade so ein Fettsack bei gewesen ist. Und andererseits... weiß ich nicht... ob es klug ist, die zu holen. Oh, jetzt mutiert der Esel auch noch. Okay. Das lief besser. Hat aber auch deutlich mehr Muni gekostet. Aber gut, wenn die jetzt alle gekommen wären, dann wäre wahrscheinlich auch egal. Ein bisschen kriegen wir hier. Wir haben noch keinen Alarm ausgelöst. Vielleicht gibt es hier auch keinen Alarm. Also erwischt worden sind wir nicht. Zumindest noch nicht. Das Spiel schenkt mir aber auch nichts, ne? Gut, Schießpulver haben wir jetzt wieder ein bisschen bekommen. Da liegt eine Bärenfalle. Oh, schön. Wir haben wieder 6 Kugeln für die Shotgun. Achso, das ist nur ein Durchgang. Also hätten wir den wahrscheinlich auch wegmessern können hier. Aber die beiden oben, ne, die waren ein Problem.
Die hätten uns definitiv gesehen. Jetzt frage ich mich aber, ob es unvermeidbar ist, dass die anderen uns sehen oder... Nochmal eine Handgranate. Oh, Bärenfalle. Oh. Ich dachte schon, ich stehe drin. Oder... Oder ob... Die gar nicht erst kommen. Och Mensch, Ashley. Ich helfe dir raus. Okay, das war's. Danke. Die schönen Stiefel von Gucci. Toll. Da ist jetzt bestimmt ein Fleck drin. Oh, super. Schön. Okay, wenn man nicht entdeckt wird, ist es ein Stückchen leichter. Aber vermutlich wird das gleich wieder nachgeholt. Okay, sieht eigentlich relativ ruhig aus. Das da unten sieht aber schon wieder aus wie so eine Arena, wo man kämpft. Eventuell. Und da steht einer hinter der Tür. Keine Wahl. Oh, ist keiner gekommen. Alles Klärchen. Kelch der Buße. Nimm das Messer mit dir. Nimm es doch mit da schön, die Machete. Hackebeil, meine ich. Gut. Wir haben uns etwas erholt. Ich hoffe, dass das ein bisschen anhalten wird. Kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen. Das Spiel gönnt uns doch nichts. Ah, komm mal. So. Ich höre hier schon wieder welche stöhnen. Okay, da kommen welche oder sind welche. Ich weiß nicht, ob sie zu uns wollen oder ob sie da jetzt einfach nur so patrouillieren und wenn sie uns sehen, dann werden sie uns natürlich direkt versuchen, den Kopf abzureißen. Verdächtig ruhig hier. Ja, das beruhigt mich natürlich. Okay. Ich sehe einfach gar nichts. Okay, da braucht man Schlüssel. Die haben Motorrad gespielt. Oh, schicker Style, Styles. Schrotflinte herstellen? Ach so, geht gar nicht. Oh.
Und dieses verschissene Rohstoffe S und L. So, einen haben wir aus dem Weg geräumt. Scheinbar hat mein Gewehr einen Schalldämpfer. Scheinbar doch nicht. Okay. Mehr nicht. Flintenmuni. Sonst sehe ich hier nichts Auffälliges mehr. Aber wir suchen mal weiter. Hier ist zu. Geht nicht auf. Oh, sag bloß. Hier hängen überall Lampen. Ich glaube nicht, dass hier diese Öllampen mit Feuer hängen, weil hier zwei Stück rumlaufen. Hier kommt bestimmt gleich irgendwas. Ich weiß nur nicht, was. Och Mann, wir hatten doch gerade erst so eine Riesenaktion hier. Ich würde jetzt gern mal ein bisschen Munition sparen, Freunde. Gelbes Kraut. Auf der Brücke bestimmt kommt was. Oh, schon wieder nur Kohle, ey. Sie war das. Ich dachte, da klopft jemand. Immer noch sie. Guck mal, hier kann ich auch lang. Den machen wir schon mal auf. Den können wir da unten gleich rein, vielleicht. Da liegt schon wieder Munition. Da ist wieder ein toter Hase. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Okay. Hey, mach doch nicht so einen Lärm. Okay, da geht's wieder runter. Oh, das war das Ding, was ich bewegt habe. Ich dachte gerade, da geht einer lang. Oh, hab schon wieder Kackstift gehabt. Anweisungen geben? Nein, da. Was? Okay. Okay, hier scheint gleich wirklich irgendwas zu kommen. Wenn sie da in der Hütte bleibt. Dann gehen wir erstmal ohne sie weiter. Oh Gott. Ich hab echt keinen Plan. Warum denn immer diese scheiß Pesetas? Eleganter Haarschmuck. Kontrollpunkt. Okay. Wir haben jetzt noch die Treppe und den Bereich da hinten. Mit dem Gitter. Was machen wir zuerst? Wir gucken mal nach dem Gitter. Und da ist ruhig. Ich fühle mich so beobachtet hier irgendwie.
Ach, da ist auch ein Schrank. Aber ich glaube, wir lassen sie jetzt erstmal da oben. Scheiß drauf. Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Erste Hilfe-Spray. An Aufbewahrung. Unsere Eier sind mächtiger. Nimm dir hier irgendwas, einen Vorschlaghammer oder so. Da liegt was. Da liegt so eine chinesische Säge, die durch alles sägt, egal was. Da kannst du von Knochen bis Beton, ach, die sägt alles, das Ding. Brrr. Hier ist noch eine Tür. So, nee, von hier bin ich gekommen. Hier ist noch eine Tür. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Wo ist denn die andere Seite davon? Ach, die ist zugenagelt. Okay. Gut, dann gucken wir mal die Treppen. Oder waren die Treppen auch da? Weiß ich jetzt gar nicht. Da, ja, da oben ist sie. Ja, da oben ist der Schrank, wo sie drin ist. Das sind die Treppen. Dann holen wir uns die Kurbeln. Oh Gott. Oh nee. Na super. Das sind ja Weiber. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, oh, aber oh, für zwei bin lauf, ich lauf, lauf. In Stimmung. Geht aufs Haus. Ich hau besser ab hier. Oh, hier sind doch überall die Viecher. Oh, steck dein Glas wieder weg. Hä? Warum? Ich dachte, sie versteckt sich. Bleib hier. Okay. Geh da rein, du blöde Kuh. Oh. Fuck. Stirb doch. Ich hab die Kurbel. Ich hab keine Munition mehr. Oh, sie ist auch tot. Das war nicht. Yes. Aber hier laufen noch welche rum. Da kommt einer. Aus dem Weg. Hallo, du brennst, du darfst nicht weiterlaufen.
Oh Mann. Die Musik wird ruhiger. Ja. Oh. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. Entschuldigung. Oh mein Gott, ey. Schrotflinte schon wieder leer. Toll. Das ist doch... Und ich verstehe diese scheiß Bolzen nicht. Auch sofort wieder leer, ey. Diese Minenaufsätze, ne? Können wir nicht herstellen. Die Blendgranate hat uns so ein bisschen den Arsch gerettet. Zumindest Ashley ihren. Als wir da oben in dieser Bedrängnis waren. Das, Ich will jetzt nur mal gucken, ob wir hier auch alles eingesammelt haben. Ne, guck, da liegt noch was. Bis seht das. Aber eigentlich müssten wir jetzt alles haben. Wir haben ja vorher schon überall gesucht. Die haben wir auf jeden Fall schön bis zum Ende gelockt. Und dann haben wir sie weggepustet. Schrotflinte hat uns genau noch so gerettet und dann war sie aber schon leer. Also unser Munitionsmanagement ist hier echt schlecht. Zumindest phasenweise. Ich erinnere mich noch am Moment, als ich gesagt habe, oh, wir haben aber richtig viel Muni. Es wäre so schön, wenn ich diesen Moment noch einmal erleben dürfte. Gut. Dann gehen wir durch, oder? So. Ich möchte doch einfach nur mal wieder ein bisschen Ruhe. Mehr nicht. Verletzt? Nein, mir geht's gut, denke ich. Hast dich gut geschlagen? Ich frage mich. Wohl nicht das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Kindern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Aber ich frage mich echt, ob es möglich ist, vor denen abzuhauen. Also die eine, na klar, die eine musste töten, um die Kurbel zu bekommen. Ich weiß nicht, welche von beiden. Ich habe jetzt durch Zufall auch die erste erwischt. Aber dann musst du natürlich abhauen. Oh, wir wohnten hier. Ein Hobbit? Gut. Da ist ein Fass. Ich wollte eigentlich sagen, da sind Fässer, aber das ist nur eins, leider. Und schon wieder keine Munition. Ich flipp doch aus hier. Was ist das? Du warst das schon wieder. Mann, Ashley. Ui, 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 erschreck mich nicht so. Ey, schon wieder. Zwei Fässer und keine Munition drin. Oh, da liegt aber was. Hier liegt eine Blendgranate. Oh. Flinte. Aber nur drei wieder. Die sind aber auch geizig hier, ne? Ehrlich mal. So. Ganz ruhig und unauffällig. Schießpulver. Ganz ruhig und unauffällig sind wir hier aus der Tür rausgekommen. Hier sammelt einer echt Schädel. Verrückte Welt. So, okay. Ich würde fast sagen, bevor wir jetzt da durch diese unauffällige große Tür gehen, werden wir die Folge noch einmal beenden. Es war sehr aufregend mit diese zwei Sägen da mit... Oh, ich dachte, da kommen hier so zwei Kettensägen-Typen. Plötzlich sind das zwei Weiber. Ich denke mir so, wah! Und die so, oh, und ich wieder so, wah, und die so, oh, und oh. Gut. Freunde. Ich schwitze wirklich extrem. Danke fürs Zugucken. Wenn ihr Bock habt, seid ihr morgen wieder mit dabei. Lasst mir was da, passt auf euch auf und dann sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.